Was werden Sie an Angela Merkel vermissen? Ihre ruhigen, ihre besonnene und ihre durchdachte Art. Ja, und manchmal hat sie auch eine ganz, ganz charmant lustige Art. Und ich habe so das Gefühl, sie nimmt sich einfach nicht so wichtig. Das gefällt mir an ihr. Und was werden Sie nicht vermissen an ihr? Ich glaube tatsächlich, dass es 16 erfolgreiche Jahre waren. Aber ich gönne ihr jetzt auch, dass sie sich um sich kümmern kann. Was machen Sie persönlich, um das Klima zu schützen? Also ich glaube, Klimaschutz beginnt vor Ort. Ich fahre zum Beispiel gerade aktuell im Wahlkampf mit einem Elektromobil rum und bewege mich da CO2-neutral. Aber ich schaue schon auch in meinem persönlichen Leben zum Beispiel, dass ich regional einkaufe und kein Fleisch aus irgendwie den Südländern kaufe, sondern das eben vor Ort beim Bauern kaufe, um es ganz konkret zu machen. Was würden Sie nie in sozialen Medien posten? Also ich finde, zu private Dinge gehören da nicht hin. Und zum Beispiel so von einer Familienfeier oder so, das finde ich, hat da einfach nichts zu suchen. Das ist dann privat und das darf auch privat bleiben. Wofür fehlt in der Politik die Zeit? Ganz sicherlich oft für meine Familie und für meine Frau. Und ja, auch mal wirklich sich wirklich nur auch um Freundschaften zu kümmern. Das habe ich schon in den letzten 10 Jahren gemerkt. Da bleibt einiges auf der Strecke. Das ist so. Das ist auch das Negative sicherlich an dem Job. Was gehört für Sie zu einem gelungenen freien Sonntag? Nicht über Politik zu reden und eigentlich auch niemanden zu sehen, der mit Politik zu tun hat, sondern wirklich die Füße hochzulegen, mal schwimmen zu gehen, ein Buch zu lesen, Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Das ist dann wirklich so ein guter Sonntag. Wie würde der Titel Ihrer Biografie lauten? Der Junge aus dem Schwarzwald. Und wie er eben sich in Berlin zurechtgefunden hat. Wen würden Sie gerne mal persönlich treffen und warum? Also persönlich treffen wäre dann wahrscheinlich schon eher auch was so aus der politischen Ebene. Also ich war immer großer Verehrer von Helmut Kohl, den kann man leider nicht mehr treffen, weil er verstorben ist, aber solche Persönlichkeiten. Und ja, auch so Leute, die dann eben im Persönlichen erfolgreich sind, Köche oder ein so Spitzenköche, finde ich immer ganz spannend, gucke auch gern Kochsendungen, wie man sieht. Oder ja, auch so Spitzensportler, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wer da bei Olympia teilgenommen hat. Das finde ich spannend einfach, solche Karrieren. Eine gute Fee schenkt Ihnen einen freien Wunsch. Was wünschen Sie sich? Dass ich gesund bleibe. Und vor allem auch, dass meine Familie gesund bleibt, weil das finde ich so, das ist das Wichtigste. Wenn das nicht passt, dann ist eigentlich auch nichts wert, was man macht. Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Politikers? Ich glaube, Authentizität und Ehrlichkeit. Und dass man auch nicht jedem nur nach dem Mund redet, sondern die Dinge beim Namen nennt und dabei einfach eine ehrliche und klare Sprache auch hat. Was möchten Sie noch lernen? Ich glaube, ich muss noch immer etwas gelassener werden. Ich reg mich manchmal auch zu sehr über manche E-Mail, die ich dann auch mal nicht so freundlich kriege. Und es sind ja zurzeit auch ab und zu ein paar mehr, wenn man an der Laterne hängt im Wahlkampf. Und da glaube ich, sollte ich nicht immer gleich mich darüber aufregen, sondern manches auch einfach mal sein lassen. Ihr Lieblingsplatz im Wahlkreis? Das ist... Ja, da zum Beispiel, ich mag den Windfellweiher, ich mag alles um den Feldberg ganz gern herum. Ich finde, dass es gerade im Hochschwarzwald besonders schön ist. Was kann Südbaden besser als Berlin? Also sicherlich die Küche. Wir können besser kochen und ich meine vor allem auch die Gastronomie. Also das merkt man einfach. Ich habe bei uns, wenn man im Wahlkreis unterwegs ist, man kann überall schön einkehren, man kann gut essen. Und das fehlt mir manchmal in Berlin schon, die gute badische Küche. Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, Politiker zu werden? Ich würde es immer freistellen. Es ist ein spannender Job. Man lernt viele Menschen kennen. Man kann auch wirklich was
erreichen. Aber man muss es auch immer wirklich wollen. Und ich glaube nicht, dass man das so Generationen weitergeben kann, sondern das muss man ja für sich entscheiden, wie man das macht. Wer ist privat Ihr wichtigster Ratgeber? Meine Frau. Beten Sie? Ja, ich gehe nicht mehr so oft in die Kirche, wie ich es gerne möchte und lieber vornehmen möchte, aber so im Privaten bete ich und vor allen Dingen denke ich eben auch, sagen wir mal, dann eben auch an Leuten, die es nicht so gut geht und dann findet es für mich so statt. Ja. Gibt es etwas, das Sie verachten? Ja, ich mag einfach Unehrlichkeit nicht und ich glaube auch, wenn man mich versäckelt, was ja ab und zu mal vorkommt, dann ja, fällt es mir schwer, da wieder Vertrauen zu fassen. Also wenn ich mal enttäuscht von jemandem bin, dann bin ich schon. Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? Die Akte Adenauer, und das hat überhaupt nichts mit Konrad Adenauer eigentlich so zu tun, also keine Biografie, sondern gerade ein Roman. Meine Schwester ist Buchhändlerin, den hat sie mir empfohlen und hat gesagt, wenn du mal Zeit hast, um den Kopf freizukriegen, liest es, ist ein spannender Roman. Ehrlicherweise ist hier schon ein bisschen Staub gerade drauf angekommen, weil ich abends einfach zu müde bin, um noch einen Roman zu lesen, aber es liegt da, das ist so. Wofür haben Sie zuletzt gespendet? Ich habe gespendet für das Frauen- und Kinderschutzhaus, für den Landkreis Waldshut, weil das eine Einrichtung ist, die ich sehr unterstützenswert finde. Und ja, leider ist es ja traurig, dass man solche Einrichtungen braucht, aber wir brauchen sie bitter nötig. Und dafür habe ich gespendet. Und darüber hinaus bin ich leidenschaftlich in der Caritas aktiv, bei den Blasmusikvereinen, im Ehrenamt. Und ja, mich hat es auch nicht kalt gelassen, das möchte ich auch noch sagen, was bei der Flutkatastrophe los war. Und da habe ich regional über meinen Lions Club auch etwas mitgeholfen. Wann haben Sie das letzte Mal eine Vorschrift oder Regel missachtet? Ab und zu, glaube ich, ist das jetzt alles strafrelevant, was ich hier sage, muss ich noch aufpassen. Also es kann sicher mal passiert sein, dass ich vielleicht mal aufs Handy geschaut habe. Das geht eigentlich gar nicht. Und darf man sich, ja, das sollte man nicht. Und ich muss mich auch zusammenreißen, wenn ich zwischen zwei Terminen fahre, dass ich mich wirklich an die Geschwindigkeit immer halte. Das ist so. Aber ja, wenn du manchmal von Titisee noch schnell nach Bonndorf willst, Frau Kühnemund, dann ja. Kann es auch sein, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell fährt. Aber ja, das sind dann die Dinge, die man halt nicht machen sollte. Und trotzdem passieren sie ab und zu. Worauf sind Sie stolz? Ich bin stolz wirklich so auf unsere Region und so auf den Typ Menschen, der hier lebt. Weil ich immer wenn ich auch in Berlin bin, darauf angesprochen werde, es war jetzt während der Corona-Zeit viele Bundestagskollegen bei uns im Hochschwarzwald im Urlaub und die haben mir alle gesagt, ja, das ist sehr freundlich, das ist eine schöne Gegend und da bin ich schon stolz, dass ich hierher komme, wo ich herkomme. Ich meine, dafür kann jetzt ich selber nichts, sondern habe das Glück, dass ich hier geboren wurde und darauf bin ich stolz. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich das bei der Badischen Zeitung sagen darf, dass ich als Schüler bei dem Südkurier ab und zu mal geschrieben habe. Das ist so, also bei der Tageszeit, das war so meine ersten Jobs. Und meine Eltern haben eine Buchhandlung und da habe ich schon auch als sehr junger Mensch geholfen. Sie haben die Möglichkeit zu einer Zeitreise. Wohin geht's? Soll ich nach vor oder zurück? Ihre Entscheidung. Okay. Dann würde ich tatsächlich, ich bin da so historisch einfach interessiert. Und wenn ich mir zum Beispiel auch die Geschichte von Bonndorf mit dem Fürstab Martin Gerbert so immer vor Augen führe, wie der aus St. Blasien heraus die Rothausbrauerei gegründet hat, die Sparkassen gegründet hat, dann würde ich manchmal gern Mäuschen spielen, wie das damals so zu der Zeit rund um dieses große Kloster in St. Blasien war. Das würde mich jetzt interessieren, ja. Aber dort bleiben möchte ich nicht. Wenn Sie ein Tier wären, wären Sie? Würde ich mit meinem Hund Carlo tauschen, weil so gefühlt, ich ja jetzt im Homeoffice, wenn ich im Homeoffice war, ab und zu mal hier bei mir unterm Schreibtisch gelegen, hat er schon ein verdammt gutes Leben. Welche Persönlichkeit imponiert Ihnen?
Da bin ich sicherlich sehr schnell bei Angela Merkel, weil sie eine Lebensleistung einfach hat, die, finde ich, sehr großartig ist. Aber mir imponiert eben ihre ja, ruhige und sachliche Art, die Dinge zu analysieren und dann Entscheidungen zu treffen. Was bringt sie auf die Palme? Wenn Leute intolerant sind und selber Maßstäbe an anderen anwenden, denen sie selber nicht gerecht werden. Und da gibt es, finde ich, zu viele gerade, die quasi allen sagen, was falsch läuft, aber vielleicht sich selber mal überlegen sollten, was sie persönlich gerade in so einer Corona-Zeit oder so besser machen könnten.